liebe Kinder und Jugendliche, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst jetzt am 6. Sonntag der Osterzeit. Es ist für Erna jetzt seit sehr langer Zeit der erste Gottesdienst, wo sie sagen, wir kommen wieder in die Kirche. Aber trotzdem läuft nicht alles normal, alles so, wie wir uns das uns vorstellen. Das Wichtige ist allerdings, dass wir wissen, dass wir, egal wo wir uns versammeln, ob hier in der Kirche oder daheim, wenn wir es gemacht haben, vom Fernseher, dass der Herrgott wirklich in unserer Mitte ist, dass er an unserer Seite ist, dass er in jeder Not bei uns ist. So wollen wir im Kyrie ihn, unseren König und Herrn, hier in unserer Mitte begrüßen. Aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen kam Philippus in die Stadt Samariens hinab und verkündete dort Christus. Und die Menge achtete einmütig auf die Worte des Philippus. Sie hörten zu und sahen die Zeichen, die er tat. Denn aus vielen Besessenen fuhren unter lautem Geschrei die unreinen Geister aus. Auch viele Lahme und Verkrüppelte wurden geheilt. So herrschte große Freude in jener Stadt. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Diese zogen hinab
und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur getauft auf den Namen Jesu des Herrn. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Thank you.
seinen Jüngern: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, einen, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, sondern ich komme wieder zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und weil auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Am Glauben,
Ich weiß nicht, liebe Schwestern und Brüder, was Sie in Ihrem Herzen erfüllt, dass Sie sich heute wieder auf den Weg gemacht haben, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Ich gebe es zu, ich sprich viel mit Leuten auch am Telefon. Die meisten finden es jetzt nicht so erstrebenswert, mit einem Mundschutz in der Kirche drin zu sitzen, so weit auseinander, dass man sagt, naja, also da kommt man ja dazwischen und mindestens 5 andere Leute einsitzen. Es muss also was in Ihrem Herzen sein, was sie dazu bewegt hat, sich wieder auf den Weg hierher zu machen, gemeinsam zu beten, zu feiern. Das ist es, was das Besondere an ihrem Glauben ausmacht. Wir waren nichts anderes als ein ganz normaler Verein, wenn wir diese Hoffnung in unserem Herzen nicht hätten. Aber wir haben Jesus Christus. Jesus, der uns verbindet. Jesus, der uns aus irgendwelchen Bekannten zu Schwestern und Brüdern macht. Freilich, diese gelebte Hoffnung auf den Glauben, das haben wir auch vorher gerade in der Lesung wieder erfahren, die zieht etwas nach sich, was unangenehm ist. Verfolgung, Verspottung, Schmähung, Verleumdungen, das sind nur die Dinge, die da aufgezählt werden. Es wird also nicht leicht sein, wenn man seine Hoffnung lebt, dass man nicht ausgelacht wird, dass man von den anderen nicht hingestellt wird, als ist das ein naiver Mensch. Liebe Schwestern und Brüder, es ist aber genau das, wo wir am Ende dann am Evangelium sind. Und da heißt es nachher, der Vater wird euch einen Beistand geben, einen, der für immer bei euch bleiben soll. Dieser Beistand, dieser Heilige Geist, da wollen wir immer wieder darum bitten, dass es sie erfüllt, dass er ihnen eine Kraft gibt für die Zeit, die jetzt vor uns liegt, für die Zeit, da wo man einfach einmal ja, das nutzen kann, den Glauben wirklich unter die Menschen hineinzutragen. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, woher das Wort Heidenangst kommt. Viele Menschen momentan haben Heidenangst. Das liegt daran, dass diese Menschen keine Hoffnung haben auf ewiges Leben. Das ist die Angst der Heiden. Mit dem Tod ist dann alles vorbei. Und deswegen muss ich jetzt ganz, ganz gut aufpassen, dass bloß nichts passiert. Bei einer, liebe Schwestern und Brüder, da wünsche ich einer, dass diese Angst da ist, dass sie sagen, nein, egal was passiert in meinem Leben, egal ob es gut läuft, egal ob es schlecht läuft, egal ob ich noch 20 Jahre lebe oder ob es morgen schon so weit ist, dass der Herrgott zu mir sagt, es wird zu ihm gehen, ich nutze jeden Tag, den ich hier auf der Erde bin. Ich genieße es, ich schaue mal draußen, die Sonne, wo die scheint, die Wärme, die wachsen und sage, Herrgott, danke dafür. Das ist das, was wirklich wichtig ist. Nicht, dass man sagt, das ist ja, kann ich nicht in Urlaub fahren, weil soll ich nicht dann glücklich werden. Ich komme momentan nicht zum Tanken auf Österreich, komme ich dabei, dass Diesel tatsächlich nur mal um 4 Cent billiger. Ich komme gar nicht gefreut, wenn ich an die Tankstelle zurückfahre, dass wir momentan ganz günstig tanken können. Sie merken, es sind so viele Sachen, wo man sagen kann, ich freue mich drüber. Aber andere Leute finden immer etwas, wo einer diese Heidenangst wirklich die Freude am Leben. So wünsche ich einer, liebe Schwestern und Brüder, dass Sie von dieser Hoffnung erfüllt haben, dass Sie von dieser Freude erfüllt haben, dass Gott uns seinen Beistand schickt, dass er uns jeden Tag im Leben zur Seite steht. So wünsche ich einer alles Gute und den Heiligen Geist. Bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben. Auferstanden von den Toten, aufgefahren in den
seinen, den Geist der Wahrheit und der Liebe. In diesem Geist beten wir zu Gott in den Nöten unserer Tage. Beten wir für alle Christen, die anderen ein Vorbild sind, für gläubige Menschen, die wegen ihrer Lebensweise angefeindet werden. Denken wir auch an jene, die an den eigenen moralischen Ansprüchen scheitern. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle verunsicherten Menschen. Wir denken an jene, die in diesen Tagen Angst um unsere Demokratie haben. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Menschen, die vor ihrer Zukunft Angst haben, für die vielen in Kurzarbeit und alle, die arbeitslos geworden sind, für jene Unternehmer, die ihre Betriebe aufgeben müssen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für die Pflegekräfte und alle, die sich in den Krankenhäusern, Altenheimen und Pflegeeinrichtungen für das Wohl der ihnen anvertrauten Menschen einsetzen, für alle, die von schlechten Arbeitsbedingungen belastet sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir denken an die Kinder und Jugendlichen und die Lehrer, für alle, die sich zurzeit an einen neuen Schulalltag gewöhnen, für die Kinder, die weiterhin zu Hause bleiben müssen und für ihre Eltern, die sie betreuen und unterrichten. Wir bitten dich, erhöre uns. Beten wir für die Einwohner des Landes Israel und für ihre neue Regierung, für alle, die eine friedvolle Zukunft im Heiligen Land mitzugestalten versuchen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für alle Opfer von Gewalt und denken besonders an die Toten und Verletzten beim Anschlag auf die Geburtsklinik in Kabul. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir beten für all unsere Verstorbenen, besonders jene, von denen wir uns nicht verabschieden konnten. Wir bitten dich, erhöre uns. Guter Gott, du sendest deinen Geist des Trostes und der Zuversicht allen, die dich darum bitten. Darum danken wir dir jetzt und in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit uns.
Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstand. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leib unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heils dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Reinhard und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau Gottes Mutter Maria, deren Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. So lasst uns bieten, wie der Herr uns zu bieten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit.
Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Lamm Gottes. Sieh das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Verkündet es jauchzend, damit man es hört, ruft es hinaus bis ans Ende der Erde, ruft, der Herr hat sein Volk befreit, Halleluja. Der Herr sei mit euch.
Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, er bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Amen. Und Gott, der uns in der Taufe angenommen hat als Kinder seiner Gnade, er schenke euch das verheißene Erbe. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der